Guten Tag, ich bin wieder da und wir suchen jetzt nicht weiter nach dem Friedhof, denn ich weiß, wo der Friedhof ist. Verrückt, oder? Ich habe es nämlich herausgefunden, nach langer und sorgfältiger Recherche. Die ungefähr sorgfältigen Beobachter werden jetzt wissen, wie lange ich dafür gebraucht habe, denn sie können einfach auf die Uhr gucken. Verrückt, ihr könnt genau sehen, wann ich spiele. Ihr könnt nur nicht sehen, an welchem Tag. Guck mal. Alarmzeit, Stoppuhr anzeigen. Ja, dann zeig mal die Stoppuhr an. Oh Gott, ich muss gucken, wo ich hinlaufe. Ein verrückt klappernder Automat und oh, Herr Frösterlich. Frösterlich ist wieder mit dabei. Unser dicker Panda und der kleine Pinguin. Nur für euch heute am Sonntag, den 2. November 2014. 14. Ich weiß gar nicht, was man sonst noch so erzählen könnte. Außer, dass ich wahrscheinlich nicht so viel machen kann bei diesem komischen Fest der Untoten, das übrigens den Ursprung in Mexiko hat. Dort wird es einmal im Jahr gefeiert. Und wir müssen sowieso hier raus, um dort Quests zu erledigen. Und deswegen trifft sich das eigentlich ganz gut. Ich hätte mich halt auch einfach töten lassen können. Dann wäre ich auch dort angekommen, wo wir jetzt hinlaufen. Nehme ich mal an. So sah es auf jeden Fall aus. Uiuiuiui. Der dicke Panda ist ganz schön langsam. Und hier den Namen, den könnte man vielleicht... Kann man den korrigieren? Kann man den Namen von einem Charakter irgendwie ändern lassen? Charakter. Charakter? Die Betonung ist da auch fragwürdig. Wie dem auch sei. Kann man das ändern lassen? Gibt es eine Möglichkeit, den Namen eines Charakters, irgendwie zu ändern? Dann holen wir uns erstmal dort vorne die Fabel des Schamanen an. Ja, wir holen uns die an, genau. Wenn das jetzt hier ab und zu mal so ein bisschen laggt, dann liegt das daran, dass YouTube immer noch fleißig hochlädt. Ich habe jetzt, ich glaube, 14. Guck mal, das passt. 14 Folgen. Oh, hier liegen tote Schweine. Eber. Da hat sich irgendwer ein Festmahl zubereitet. Ich kann nicht über diesen scheiß Zaun springen, ich raste aus. Ich weiß auch nicht. Ich erzähle schon wieder und habe vergessen, wo ich... Ich weiß gar nicht, worauf ich hinaus wollte. Irgendwas mit Namen ändern und danach weiß ich nicht mehr, was ich erzählt habe. Na toll. Nee, ich habe keine Ahnung. Cool. Die Blockade von Drashora. Gut, wir sind gleich in unserem Questgebiet angekommen. Und was wird uns da erwarten? Ein Blutkrallen, Echsenhund, Schlund. Oh, hier werden Erinnerungen wach. Ich erinnere mich an dieses Areal hier. Durota. Wir sind in Durota angelangt. Haben vielleicht auch ein paar Erfahrungspunkte dafür bekommen. Und wie kommen wir jetzt? Haben wir hier irgendwas, um diesen Schamanen zu rufen oder so? Können wir mal die Tickets noch hier rausholen? Schlichter Brief. Nö. Hä? Hier soll jetzt der Schamane sein, oder was? Hört euch die Farbe des Schamanen an. Na gut. Wer ist denn der da oben? Wie genau komme ich denn jetzt an diese Schamanenfarbe ran? Hier ist doch gar keiner. Oder hat ihn irgendwer getötet eben und ich muss warten? Oder muss man hier irgendwas Tolles machen? Och Leute, wir haben schon so viel Zeit auf dem Jahrmarkt verplempert. Ja, ich suche mal nochmal. Gucken wir nochmal. Ein bisschen weiter in dieser Richtung vielleicht. Gut, dass mich die scheckigen Eber nicht angreifen. Die sind übrigens nur so, weil sie so viel gelacht haben. Irgendwann sind die davon scheckig geworden. Die haben mich scheckig gelacht. Scheckig. Wenn man öfter ein Wort hintereinander sagt, kommt es einem irgendwann total blöd vor. Bei Scheckig geht es relativ schnell.
sagt ein paar Mal scheckig und ihr findet es total doof. Außer ihr seid komische Menschen. Dann vielleicht nicht. Ja, dann... Hä? Das soll beides hier sein? Was ist denn da los? Das stimmt doch hinten und vorne nicht. Nix stimmt hier. Wie sollen denn hier ertrunkene Echsen sein? Das kann doch gar nicht sein. Das ist... Ja, genau. Das ist alles nämlich hier. Alles in diesem Gebiet. Was für ein Quatsch. Liegt das daran, dass meine Latenz jetzt so schlecht ist oder was? Dass ich gleichzeitig WoW-Videos bei YouTube hochlade und hier spiele? Vielleicht mag das Blizzard nicht und führt mich dafür... Hier kriege ich Trophäen auch? Oh, das ist ja cool. Dann sollten wir vielleicht jetzt bis jeden Tag hier so ein paar Tiere töten. Und dann bekommen wir nämlich hier die Trophäen auch. Grausige Trophäen. Trophäen. Ich kann das noch nicht tun. Außerdem kriegen wir ein bisschen Schweinefleisch. Das kann man ja verarbeiten, das Zählstockfleisch, wenn man ein Koch ist. Oder kochen gelernt. Ich glaube, man muss gar kein Koch sein. Man kann auch so kochen lernen, oder? Irgendwie ging das. Ich weiß noch nicht genau, wie das geht. Vergebt mir, denn ich habe keine Ahnung. Angeln, Erste Hilfe, Kochkunst. Besucht einen Lehrer, um euch im Kochen ausbilden zu lassen. Das hier kann man auch noch so lernen, ne? Ja, ich glaube schon. Vielleicht sollten wir in der Stadt das mal machen. Dass wir uns da mal ausbilden lassen bei allen. Von allen. Weil die Sachen brauchen wir ja alle. Kochen ist immer gut, dann kann man sie unterwegs mal was zu essen machen. Hier ist der Resslack vom Tüfflerverband. Wie geht's euch so? Der hat auch noch zwei Quests für mich. Bleibt gut drauf. Oh, stay tuned. So. Beendet Garshoks Prüfung, indem ihr Ogax, Garun und Eisblut besiegt. Okay. Nein, nicht abbrechen. Und die möchte ich gerne auch verfolgen und die möchte ich auch verfolgen. Sind die jetzt auch alle in dem Gebiet? Habe ich mir gedacht. Fast alle. Das machen wir aber noch. Eigentlich wollte ich ja wo ganz anders hin. Aber dann verschieben wir das halt einfach. Dann kommt das halt vielleicht in der nächsten Folge. Oder so. Mal gucken. Aber hier sind wir ja schon ganz richtig. Oh. Hier sind auch noch ein paar andere Leute gerade unterwegs. Hallo, Kryptos. Und Konsorten. Wasa, Plünderin der Staubschwingen. Hallo. Das ist eine Harpie, die gehört zu einer Quest, die greife ich an. Die ist fast nackt. Das müssen wir wegpixeln. Die ganze Kreatur müssen wir wegpixeln. Ist das Spiel eigentlich ab 16? Nee, ne? Ist ab 12, oder? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, es ist ab 12. Sonst hätten die lange nicht so viele Benutzer. Weil die ganzen 5-Jährigen, die gerade aus ihrem Nest geschlüpft sind, aus ihren Eiern geschlüpft sind, setzen sich direkt an WoW. Und sind die, ach ja, das hatten wir schon geklärt mit dem Kindergarten, das habe ich euch ja schon erklärt, wie das geht. Dass man seinen Kindern einfach einen Account anlegen kann und die dann da in Orgrimmar, in den Kindergarten bringen kann. Und dann alle sorgenlos. Also ich hätte gerne, dass die Harpien hier respawnen, aber hier wurde gerade schon von anderen, da, guck mal, da ist noch so ein Typ, der hier die Quests auch gerade macht. Aber immerhin können wir die Vorräte einsammeln dafür. Darauf müssen wir nicht warten. Aber ich finde, das mit den Berufen und so können wir schon noch machen. Wir müssen ja sowieso nochmal nach Orgrimmar zurück, um die Quests dann abzugeben. Und dann können wir auch gleich... hier ist der Staubwindklamm. Dann können wir auch gleich die Sachen lernen. Weil die Lehrer dafür sitzen ja auch alle in der Stadt. Ich glaube, man findet die auch ab und zu irgendwo anders, aber in der Stadt sind auf jeden Fall alle. Alle. Ne, weiß ich auch nicht. Ja, hier ist nix. Ich gehe mal zurück. Das ist weiter in die Richtung. Das ist okay. Haben wir nicht. Was ist denn? Die verfolge ich alle, okay. Wir haben schon. Wie viele Quests haben wir? 25 haben wir gemacht. Ich glaube, wir haben 25 gemacht. Das kann nicht sein, oder? Haben wir nicht eine Chamäre gemacht? Ich bin mir nicht sicher über das. Wir laufen jetzt mal hier durch und in der Hoffnung, dass wir jetzt gleich hier in dieses Gebiet reinkommen.
und da noch ein paar Harpien sind. Und vielleicht noch so einen Sack Vorräte. Wobei die da hinten ja auch irgendwann respawnen müssten. Und wir da ja auch zurück müssen. Und von daher dürfte das gar kein Problem sein. Schön, dass mir immer noch Leute angezeigt werden, von denen ich noch nicht mal weiß, wer das ist. Aber sie sind in meiner Freundesliste. So ein bisschen Facebook-Charakter. Freunde, Facebook-Freunde. Wichtig, wichtig. Ja, lassen wir das mal. Wilde der Stock. Zack, zapp, zapp, zapp. Was brauchen wir noch? Ist hier irgendwas? Nein. Aber wir müssen ja... Guck mal, dafür kriegen wir ja auch... Das ist voll gut, dass wir das hier machen. Weil wir dadurch ja auch diese komischen Plünder, diese toten 250 Typen-Kill-Dings kriegen. Und das bestimmt eine tolle Quest ist, weil so viel, das müsste ja was wert sein. Also wenn man so viele Kreaturen getötet hat, muss das was wert sein. Das ist eine Sturmhexe. Und ein bisschen Erz, dann können wir nochmal ein bisschen Bergbau machen. Bergbau machen. Wie viele haben wir denn schon? 5 haben wir schon getötet. Fehlen ja nochmal. 6 fehlen jetzt noch, ja. Guck mal, da der dicke Panda klopft auf dem Stein herum. Hat ihn aber leicht verfehlt. Zack, zack. Geht die Axt, die geht wahrscheinlich kaputt auch mit der Zeit, ne? Nehme ich mal an. Dass die nicht unkaputtbar ist. Der Rechner läuft auch schon wieder den ganzen Tag. Entweder nehme ich auf oder ich rendere. Das Rendern dauert ja ungefähr doppelt nochmal. Stimme. Ungefähr genauso lange wie das Aufnehmen. Meistens sogar länger. Das... Oh Gott. Ich kann nicht mehr sprechen, Leute. Ich muss gleich aufhören. Also entweder, wenn ich 1,5 Stunden aufgenommen habe, ist erstmal irgendwann meine Stimme ein bisschen angekratzt. Und... So, jetzt geht's wieder. Ich habe eine ziemlich tiefe Stimme heute. Naja, worauf ich hinaus wollte, ist, dass das Rennen dann halt... Ja, meistens dauert es doppelt so lange wie die Aufnahme an sich. Das heißt, 1,5 Stunden Aufnahme ziehen ungefähr 3 Stunden Rennen dann mit sich. Ihr könnt euch vorstellen, was das bedeutet. Das ist viel. Der Rechner läuft die ganze Zeit und macht Kracher, weil er auf Hochtouren läuft. Das Rennen dann ist nämlich ganz schön ressourcenschluckend. Oh, Vorräte, Vorräte. Aber naja, ich mache das natürlich gerne. Man muss ja auch nicht vorm Rechner sitzen, während er das tut. Ich schließe den dann ein in ein dunkles Loch. In ein schallisoliertes dunkles Loch. Ich hab heute Abend angefangen, Fargo zu gucken, die Serie. Da ich Prison Break jetzt durchgeguckt habe, am Stück in einer Woche habe ich diese Serie verschlungen. Die hat auch so ein... Wie hieß das? Over the Shark-Moment. Kennt ihr das? Das ist, ich weiß nicht, wo dieser Begriff herkommt. Ich habe das mal gehört, ich weiß es aber nicht mehr gerade. Das ist, wenn die Serie eigentlich ganz cool ist, aber man irgendwann zu einem Punkt kommt, wo man merkt, eigentlich wäre die Serie dort zu Ende gewesen, aber sie wollten unbedingt weitermachen und haben dann irgendeinen Kontext, irgendwas geschrieben, irgendwas total Absurdes zusammengeskriptet, einfach nur damit die Serie weiterläuft. Was insgesamt nicht so cool ist, weil man damit einfach die Serie verschandelt. Und genau das habe ich bei Prison Break, naja, so ab Mitte der 2. Staffel gehabt. Das Gefühl, dass die Serie eigentlich ihren Höhepunkt erreicht hatte. Und es wird dann irgendwann absurd. Einfach nur noch, oh komm, wir machen noch eine Staffel, okay. Gut. Habe ich dann geguckt, dank Netflix muss man sich das Ganze auch nicht mehr kaufen, sondern kann es einfach im Internet streamen, auf dem Tablet streamen. Das funktioniert. Ich bin übrigens richtiger Fan von Netflix. Ja. Auf jeden Fall hat diese Serie diesen Moment, das ist sehr schade, dass es so ist. Nein, nicht abbrechen. Nein, nicht abbrechen. Warum drücke ich denn immer auf Abbrechen? Was ist denn da los? Ja, das ist bereits zur Abgabe. Dann können wir mal zu dem Goblin gehen und ihm die Sachen abgeben. Würde ich sagen, oder? Machen wir doch einfach mal. Klick! Zeit ist Geld! Kriege ich jetzt Erfahrung? Bleib sauber! Boah.
Das würde mehr Schaden machen. Weniger Rüstung, aber mehr Schaden. Dann nehmen wir das. Schönen Tag auch. Ja, dir auch. Bleib gut drauf. Let wohl. Wo wollte ich jetzt hin? Muss ich die Viecher töten? Nö. Ein Donner von unten, das ist... Hä? Ah, hier ist auf jeden Fall schon mal Wasser. Das würde ja schon mal thematisch passen. Was passiert? Irgendwas hat Pling gemacht. Warum hat das Pling gemacht? Wer von euch kann mir sagen, warum das Pling gemacht hat? Der kriegt auch wieder nichts. Ich verschenke hier nämlich... Ah, guck mal. Na, guck mal. Ertrunkene Döner-Echsen. Oh, jetzt, was passiert da? Wohin wird die abgeschleppt? Ich muss sowieso mal Luft holen. Muss ich eigentlich noch nicht, aber... Wer angelt das denn? Ach, guck mal. Der Ork zieht es an dem Seil raus. Wie cool. Und jetzt, da hinten sind noch mehr. Okay.